Heute erfährst du, wie es dir mit Leichtigkeit gelingen kann, morgens aus dem Bett aufzustehen. Hallo, mein Name ist Sebastian Schild und ich bin Experte für Meditation und unbewusste Prozesse. Vielleicht kennst du Situationen, wo morgens mal der Wecker klingelt und dir sagt, sag ja zu deinen Träumen und steh auf. Und eine innere Stimme vielleicht zu dir sagt so, sag ja zu deinen Träumen und schlaf weiter. Allerdings ist es so, vielleicht kennst du auch Situationen, wo du morgens aufwachst und es ist sowas wie eine Klassenfahrt. Urlaub steht an oder so. Ja, man spricht hier von diesem Klassenfahrtsphänomen. Und es ist völlig egal, wie viele Stunden geschlafen hast. Es ist völlig egal, wie viel Uhr es ist. Du stehst voller Freude und Motivation auf. Jetzt gibt es solche Tage und solche Tage, aber wie können wir mehr von diesen Tagen haben, mehr von diesen superschönen Klassenfahrtsmorgen haben, wo wir mit Freude und Leichtigkeit aufstehen? Das ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen uns nur eine Frage stellen, und zwar, was willst du wirklich? Denn vielleicht hast du auch schon mal davon gehört, wer muss, der kann. Und wer will, der muss. Und wenn der will, der muss und der muss, der kann, dann kannst du morgens mit Leichtigkeit aufstehen, wenn du dir die Frage stellst, was willst du wirklich? Und vielleicht kommt erst die Antwort, ja, ich will wirklich weiterschlafen. Es kann aber auch sein, dass als nächstes kommt, ja, ich will eigentlich weiterschlafen, aber so richtig wirklich möchte ich jetzt aufstehen und Zeit mit meiner Familie verbringen, meine Ziele erreichen, mein Projekt beenden und. Also, für dich nochmal der Tipp, wenn es dir morgens noch nicht so leicht gefallen ist, aufzustehen, stell dir die Frage, was will ich wirklich? Wenn dir der Tipp gefallen hat, dann lass uns gerne was in den Kommentaren lesen von dir, was du für dich mitgenommen hast. Wenn du keine Folge mehr hier verpassen möchtest, abonniere auf jeden Fall den Kanal. Und wenn du mehr Infos noch haben möchtest, dann kannst du hier unten auf den Button klicken und Kontakt mit mir aufnehmen. So, jetzt viel Spaß beim Umsetzen und ja, ich hoffe, du siehst uns in den nächsten Folgen wieder. Dein Sebastian.